Willkommen zur Foodshow Food News Folge 61 für den August 2024. Wir sind in der nächsten Food News. Der Monat ist zwar noch ein bisschen, aber der letzte Sonntag des Monats ist heute schon, denn der nächste Sonntag fällt ja schon auf den 1. September. Wie verrückt das ist, ne? Das Jahr ist schon in den Endspurt. Wir haben, wenn September ist, noch 4 Monate. Das ist so verrückt immer, wie schnell das Jahr vergeht. Und es macht mir natürlich auch Spaß, also wenn man das so sieht, was wir hier so alles testen und was ihr hier auch so alles seht. Aber wir machen so viele Tests im Jahr und schon ist das Jahr wieder fast rum. Naja, aber so ist es. Und jetzt können wir wieder eine schöne Food News genießen, denn ich habe wieder einige News für euch zusammengetragen, was mich natürlich sehr freut. Aber erstmal natürlich wieder das Wichtigste. Danke an die Kanalmitglieder und da einmal danke an Tobias Müller, Don Ready, Amarita S, Anna Gerla, Romy, Lars 100 Mark, Vita Vini Penner und Thunderman 272. Ihr seid Kanalmitglieder, vielen, vielen Dank, dass ihr da jeden Monat mit dabei seid und den Kanal so ganz leicht finanziell mit unterstützt. Damit kann man immer kleine Kosten decken, was mich natürlich sehr freut. Und ich freue mich natürlich über eure Wertschätzung, auch zusätzlich zu den Klicks und Kommentaren nochmal mit einer kleinen Unterstützung. Ja, und jetzt habe ich ganz viele tolle Produkte für euch. Oder schauen wir mal, ob die wirklich toll sind. Das entscheidet ihr natürlich am Ende. Es sind einige und wir fangen direkt an. Es gibt jetzt die Lay's, Doritos und Cheetos in der Sorte Flaming Hot. Klingt natürlich immer schön scharf und ja, toll und muss brennen. Für mich ist es nichts. Ich mag es nicht, wenn Chips einfach nur brennen. Ich mag bei Kartoffelchips so das Besondere. Also ich esse privat sogar welche aus Frankreich. Die kann man in Deutschland gar nicht kaufen. Aber die sind so richtig schön. Das sind Aioli-Chips. Die sind so richtig butterig. Also das ist richtig Butter und Aioli. Und das ist so richtig so, wie man es möchte. Und nicht nur immer dieses Flavor-Pulver. Kosten aber dementsprechend auch mehr. Aber wer Flaming Hot möchte, kann zuschlagen. Ja, dann geht's weiter, wenn mein PC jetzt mitmacht. Doch jetzt. Wollte gerade wieder nicht. Von Pepsi gibt es jetzt die Sorte Electric Blue. Haben wir getestet, kann ich gerne über mir einblenden. Für mich ist die Sorte nichts. Sie ist in der Zero-Variante. Aber den meisten von euch, ich sehe es ja in den Kommentaren, schmeckt sie auch nicht. Das mit der Zero-Geschichte liegt leider wirklich daran, dass die meisten Produkte in England kommen über Coca-Cola. Und da ist halt eine Zuckersteuer. Und durch die Zuckersteuer da setzt Coca-Cola sehr auf Zero. Und das wird dann einfach so nach Deutschland rübergespült. Ist leider so. Können wir nicht ändern. Aber die Edition brauche ich persönlich nicht. Dann gibt es für euch Kaba in der Sorte Kiba-Joghurt oder Joghurt, Heidelbeer-Joghurt und Aprikose-Joghurt. Ja, das ist Kaba-Getränkepulver. Besteht eigentlich zu 90% nur aus Zucker und Aroma und Farbstoff. Aber es ist wirklich krass, wenn du das die Zutatenliste liest. Und die wurden jetzt mit cremigem Joghurtpulver verfeinert. Dann gibt es für euch von Bürger die Weißwurst-Maultaschen. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich noch nicht gefunden, soll es im August angeblich geben. Aber natürlich entscheiden natürlich die Supermärkte am Ende, ob sie es ins Sortiment nehmen. Würde ich aber gerne testen. Also ich liebe ja sowas, weil ich sowas ausgefallen finde. Ebenfalls neu für euch, einige sagen vielleicht, nein, das ist nicht neu, Snickers und Mars Proteinriegel. Ja, die gibt es schon länger in Deutschland zu kaufen, aber waren immer nur Importprodukte und waren nie offiziell in Deutschland. Es gab sogar teilweise deutsche Verpackungen, das war aber trotzdem nicht offiziell in Deutschland. Jetzt ist es offiziell in Deutschland dauerhaft zu bekommen und jeder Händler kann die jetzt einfach ordern, wenn er möchte. Dann gibt es von euch von der Marke Minuto Schoko-Pancakes-Shaker. Da müsst ihr einfach nur noch Milch reinzugeben, dann einmal durchschütteln und dann habt ihr diesen fertigen Pancake-Mix mit Schokostückchen, den ihr dann nur noch in die Flasche geben müsst. Finde ich persönlich wirklich ekelhaft. Ich finde diese Dinger echt nicht lecker. Ich finde, die Pancakes haben einen ganz speziellen Geschmack und ich finde Milch, Eier und Zucker zu mischen und Mehl natürlich. Finde ich jetzt nicht schwierig. Aber es gibt Leute, die kaufen diese Flaschen. Diese Flaschen verkaufen sich wie verrückt. Aber ich rühre mir das immer ganz schnell selbst ein und habe dann meine frischen Pancakes mit meinen frischen Bio-Eiern mit allem drum und dran. Also ist Geschmackssache. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr diese Shaker-Flaschen kauft. Ja, dann Alpenhain gibt es jetzt in der Sorte unsere Backgaudertaler mit einem Hot-Salsa-Dip. Von Snackmaster gibt es jetzt Mikrowellenpommes in der Sorte Chili-Cheese. Also Chili-Cheese. Sieht bei vielen ja auch und die Mikrowellenpommes funktionieren. Aber es ist auch nicht geil. Italpizza hatte seine Grillfest Salami Gran Gusto und Prosciutto Funghi in der 26x38er Edition in einer Deadpool Wolverine Designverpackung. Die Sorten gibt es aber schon länger, aber teilweise in Deutschland ganz schwierig zu kaufen. Also selbst Kaufland, die Italpizza führen, haben teilweise nicht die 26x38 da. Dann gibt es von Ermann Daily Fit. Das ist so ein bisschen wie Actimel oder Yakult
Aber das jetzt in mehreren Worten wie Granatapfel für deine Haut und Haare, Erdbeerbanane für deine Muskeln und Knochen, Erdbeere fürs Immunsystem, die Classic-Sorte für die Verdauung und Multifrucht für deine Konzentration. Dann geht's weiter mit Lindt Excellence Pistazie mit ein bisschen Salz in einer feinfärben Schokolade. Dann gibt es von McCain die mediterranen Wedges in der Sorte Rosmarin Oregano. Von Fana gibt es den neuen Mystery Eistee in der Sorte Nummer 2. Test habe ich für euch ja schon gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich euch gesagt hatte für einen Geschmack. Ich glaube Honigmelone. Hatte ich irgendwas mit Honig? Ich glaube Honigmelone, Apfel oder Limette, irgendwas habe ich in der Richtung gesagt. Könnt ihr euch gerne anschauen, das Video. Dann gibt es von euch, oder gab es, die Manolos Sub You Sub Me Soßen. Das waren diese Soßen, die so ein bisschen im Subway-Style sind. Kann ich euch gerne über mir nochmal verlinken. Und diese Soßen, das gibt es nicht mehr. Also da scheint jetzt ein Verkaufsstopp zu laufen. Die Dinger wurden eingestellt. Der Handel kriegt sie nicht mehr. Der hat offiziell Verkaufsstopp drinstehen. Die werden auch nicht mehr ausgeliefert. Und der Hersteller hat sie komplett von der Webseite runtergenommen. Zu Recht. Hat ja einfach das Design und so kopiert und hat getan, ob es Subway ist, obwohl das nicht war. Von den Minions gibt es eine Piñata-Torte. Die kennt ihr natürlich vielleicht auch schon seit vielen Jahren. Die gibt es schon seit 3 Jahren oder so. Die hat aber jetzt ein neues Design gekriegt. Also Design, es ist relativ ähnlich noch. Es sieht aber ganz leicht anders aus. Und die Rezeptur wurde wohl leicht optimiert und auch die Verpackung hat ein neues Design. Test könnt ihr euch gerne anschauen. Dann gibt es von Centis Lemon Curd in der Sorte Lemon Curd natürlich und auch in der Sorte Himbeer Curd. Oder Himbeer-Limetten-Curd. Wer Lemon-Curd noch nicht gegessen hat, es ist eher so eine eingekochte Marmelade. Es ist ein bisschen spezieller und anders, aber für Kuchen eigentlich geil. Kochen wir aber meistens selbst. Wir machen uns Lemon-Curd immer schnell selbst, wenn wir das für eine Torte oder so brauchen. Von Ilkona gibt es neue Nudelsalate. Einmal in der Sorte Farfalle Orientale, dann mediterran Penne Polo und Pesto Pinolo oder Pinoli. Ich habe sicher alles falsch ausgesprochen, aber ist nicht schlimm. Ihr seht es auf jeden Fall, das sind fertige Nudelsalate mit 320 Gramm, die ihr euch kalt oder warm machen könnt. Kalt machen könnt ist auch schön, aber ihr wisst, was ich meine. Frosta gibt es in der neuen Sorte Hähnchensüß-Sauer mit Reis. Ist gar nicht so neu, gab es schon mal in den 90ern. Da war das noch so eine asiatische Verpackung und die Werbung dazu ist ein bisschen rassistisch, muss man in der heutigen Zeit. Hatte man versucht, wenn man das gegessen hat, dass man jetzt auf einmal japanisch ist oder asiatisch ist. Und dann hat man so einen Hut auf und dann so gemacht. Und so. Früher war das halt nicht so. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Aber die Sorte suche ich natürlich ein. Ich bin ein riesen Süß-Sauer-Fan. Ich habe sie aber noch in keinem Rewe oder Edeka gefunden. Dann gibt es von Rewe die Sorte Kombucha. Ja, oder Rewe Kombucha, nicht die Sorte. In den Sorten rote Beeren und Zitrone Ingwer mit Kohlensäure. Kombucha kennen viele nicht, ist ein interessantes Getränk, ist so mit Kulturen und so gemacht, erfrischt sehr, sehr stark, hat aber jetzt keinen Heilwirkungseffekt, was viele immer Kombucha zugeschrieben haben. Es gibt keinen nachweislichen Effekt dafür, aber ist mal ein interessantes anderes Getränk. Emolkal, Gummidrops. Wir hatten letzten Monat ja die Bonbons, jetzt gibt es auch die Gummidrops in der Sorte Vitamin Shot Sauer. Und die sind natürlich vegan, weil Emolkal sagt auch, Gelatine muss nicht unbedingt rein. Dann gibt es für euch von Golden Toast jetzt Brioche Burger Buns. Habe ich schon mitgenommen, habe ich bei Edeka gekauft. Sind super fluffig. Also so, wie man sie aus einem Restaurant teilweise kennt. Also wirklich so aus Burger Bars und Co. Diese extrem besonderen Brötchen haben, die du teilweise gar nicht im Supermarkt kriegst. Und die gehen sehr stark in diese Richtung. Also finde ich sehr, sehr cool, dass es die auch gibt. Und preislich waren die auch okay. Ich glaube, 4 diese Dinger, 2,39 Euro oder 2,49 Euro, finde ich völlig legitim. Man isst ja nicht mehrmals die Woche Burger. Also selbst ich nicht. Denkt man immer, aber nein, mache ich gar nicht. Ich teste, aber ich teste auch nur 5 Produkte in der Woche und sonst esse ich anders. Ich esse sehr viel gerne Salat oder Nudeln oder solche Geschichten. Also wir kochen sehr, sehr viel oder machen so viele Sachen. Aber die gibt's. Weiter geht's. Wednesday von Bilou. Ja, Bilou, die Marke, die über eine Influencerin, glaube ich mal, bei DM gelandet ist, hatten jetzt für die Serie Wednesday auf Netflix 2 Kaugummi-Sorten. Einmal Sweet Mint und Very Berry findet ihr ab sofort bei DM zu kaufen. 10 Kaugummis sind da nur drin. Nur zur Sicherheit. Von VioLife gibt es jetzt den hitzebeständigen Creamy Supreme Frischkäse-Alternative. Soll noch vollmundiger schmecken und wie gesagt hitzebeständig sein. Von Trolli gibt es jetzt Energy Balls mit Taurin und Koffein. Sehen ein bisschen aus wie Pokebälle oder wie für Somat Weichspüler, sage ich schon, Geschirrspültabs. Weiß ich nicht, ob die Farbe so gut gewählt ist, angeblich erst ab 13 Jahren zu kaufen oder 14 Jahren zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob man jetzt Bonbons mit Energy-Effekt braucht.
Und an diese Farbe so angelehnt. Naja. Von Frosta gibt es ein neues Schlemmerfilet, nämlich das Schlemmerfilet à la Bordelaise Classic. Ja, jetzt denkt man so, hä, das gibt es doch schon ewig. Nee. Das neue, wie ihr seht, hat eine weniger, die Knusperkruste da oben ist kleiner, dafür ist mehr Fisch dabei. Und alternativ bekommt ihr dann unten weiterhin das Schlemmerfilet knusprig kross. Das ist das alte Bordelaise. Aber da halt so wie es ist, mit weniger Fisch und mehr Knusper. Könnt ihr also jetzt selbst entscheiden, was euch lieber ist, viel Knusper oder viel Fisch. Dann gibt es neu im September 2024 für euch die Oreo Coca-Cola Edition in Zero. Ja, soll es angeblich schon in vereinzelten Märkten in Deutschland geben. Offizieller Start ist aber erst in Deutschland. Sie wurden aber bisher, glaube ich, nur in Ostdeutschland, in Leipzig irgendwie entdeckt. Naja, wenn wir sie sehen, werden wir so probieren. Ich erwarte aber nichts. Also, ich glaube nicht, dass das schmeckt. Schoketten gibt es in Winteredition, habe ich für euch ja gerade erst getestet. In der Kokosmakrone, Vanillekipferl oder Chai-Latte-Variante. Dann, komm, geh weiter. Jetzt möchte mein Bildschirm nicht weitergehen, aber egal, was hat man gerade? Schoketten da. Dann machen wir es halt so. Von Lind gibt es einen Weihnachtsmann in der Sorte Apfelzimt. Klingt lecker, wird aber schweineteuer. Muss ich wirklich sagen, das Ding könnte 5 Euro kosten. 5 Euro für einen 100 Gramm Weihnachtsmann. Also Lind muss echt aufpassen mit seinen Preisen. Manna bringt euch die Winterglück à la Kokosmakronenwaffeln. Von der Sorte oder Marke Dolce Italia erwartet euch ein Tiramisu mit Spekulatius. Finde ich aber ganz lecker, sieht auch ganz lecker aus. Also könnte ganz gut sein, obwohl Supermarkt-Tiramisus nicht immer so geil sind. Fruchtzwerge wird es in der limitierten Edition geben. Apfel, Banane, Karotte. Von Dr. Oetker erwarten euch Suprema. Das sind Edelpizzen von Dr. Oetker. 24 Stunden mindestens Teigruhe im Werk, das ist echt viel für so eine Pizza, weil bei Dr. Oetker wird eine Pizza gefühlt in 10-15 Minuten produziert, also vom Teigkneten bis zum Einfrieren. Die hier liegt mehrere Stunden, dass der Teig ruhen kann, aufgehen kann. Dazu hochwertige Zutaten wie Calabrese, Nuggia Tipo mit mit Chili-Honig extra, eine spezielle Salamisorte mit Spinata Romana und eine Margarita-Pizza mit ganz besonderen Käsesorten. Bin ich sehr gespannt drauf, kosten aber 5,49. Aber bin ich bereit, für eine gute Tiefkühlpizza 5,49 ist mir lieber als für eine schlechte für 3 Euro, muss man einfach so sagen. Also dann zahle ich lieber ein bisschen mehr, bei einer Pizzeria zahle ich aktuell auch 10 Euro für eine Pizza und da kriege ich meist nur eine Margarita. Fanta bringt euch noch die neue Sorte Afterlife, eine Sorte Apfel Litschi. Die ist auch eine Zero-Variante, werdet ihr nur in diesen Sixer kriegen oder halt diese Einzelflasche. Die Dosen unten sind die bekannten Sorten, die einfach nur ein Design-Update passend zum Beetlejuice-Film erhalten. Dann gibt es für euch noch neu die Ferrero Küsschen, cremigen Weihnachtskuchen in der Sorte Typ Marzipan oder Lebkuchen. Von Giotto erwartet euch die inspirierte Vanillekipfel-Edition. Von Hilcona wird es originale Ravioli geben mit Trüffel, also es wird richtiger Trüffel sogar versprochen, und eine originale Mozzarella di Bufala and Pomodoro. Mezzulune. Oh Gott, ich sollte nicht versuchen, Italienisch zu sprechen. Edeka bietet euch von der Herzstück-Edition, das ist ihre neue Eigenmarkenlinie, die werden ja öfters mal angepasst, eine Keks- und Karamellcreme, die knusprig ist, an. Bin mir nicht sicher, ob sie wirklich schon gab, aber naja, die steht unter neu. Von Hohes C erwartet euch ein neuer Supershot. Eine Flasche enthält 5 Shots, ihr sollt also nicht die ganze Flasche mal trinken, was ja viele gemacht haben bei den Supershots und dann nicht verstanden haben, dass man nicht die ganze Flasche trinken soll, weil dann dosiert ihr euch einfach über mit Vitamin und dann habt ihr eigentlich an sich den Effekt verschossen. Und die ist jetzt in der Sorte Regeneration für die tägliche Leistung mit Ingwer, Maracuja, Zitrone, Acerola-Geschmack. Dann erwartet euch von Bergader, da haben wir den Salatkäse. Finde ich ganz lustig, so als Werbespruch. Ganz gut gemacht. Ist an sich wie ein Feta. Also so ein Hirtenkäse wird das sein in die Richtung. Also kein Feta, sondern eher die Kuhmilch-Variante, was dann halt Hirtenkäse ist. Von Salos erwartet euch die neue Sorte Extra Karamell. Lakritz vollmundig mit einer Füllung von flüssigem Karamell. Ende September 2024 wird es offiziell die Red Bull Winteredition 2024 geben und das einmal in einer Zucker- und in einer Zero-Variante. Das erste Mal, dass Red Bull auf 2 Pferde setzt. Und man sieht auch, wenn man so Umfragen macht, habe ich auch auf Instagram gemacht, dass das wirklich fast 50-50 ist. Viele wollen die Zuckeredition, aber viele wollen auch die zuckerfreie. Aber du spaltest halt die Leute damit. Jetzt kriegt man einfach beides. Müsst einfach nur aufs Dosendesign achten. Auf der einen steht ganz groß drauf, ohne Zucker und Sugar-Free. Und auf der anderen steht halt nichts.
Und die eine Dose ist ein bisschen dunkler oder kräftiger vom Farbton und die hellere ist die zuckerfreie. Dann wird es neu für euch geben im Oktober 2022 von Funny Frisch die Cheetos in Juicy Paprika und Chili Cheese Style. Haben aber nichts mit den Cheetos aus Amerika zu tun. Das ist ein eigenes Produkt. Die haben einfach nur den Namen ein bisschen abgeändert und gehen damit auf den Markt. Wird sich verkaufen und das Design, muss man sagen, ist gut gemacht. Dann im Januar 2025 wird es das vegane Nutella offiziell auch in Deutschland geben. Man weiß noch nicht, ob es nur limitiert ist wie das vegane Hanuta, was ich euch letzten Monat angekündigt hatte. Aber das vegane Nutella wird auf jeden Fall auch kommen. Aber mit Palmöl und Co. Es wird gemunkelt, dass wirklich nur Kokosfett jetzt drin ist oder Kokosmilch statt halt Milchpulver. Also da ist auch nur Pulver drin. Dann wird es von VitaGrade, kennt man ja die mit ihren ganzen Getränken, was sie haben, offiziell Loops geben. Wurde angekündigt auf Instagram von der Marke, soll irgendwann im Winter, Frühjahr 2025 kommen oder Winter 2024, also Frühstücksflocken von VitaGrade. Und ebenfalls angekündigt in einer Story von Knossi, das hatten mir mehrere Leute von euch geschickt, ich hatte es aber schon mal gelesen, hatte aber keine Bilder dazu bekommen, wird es Happy Chips geben. Also Knossi wird unter seiner Marke Happy Chips, hat glaube ich auch Happy Pizza, Chips in den Supermarkt bringen, 150 Gramm Tüten werden das und es ist jetzt nur aufgetaucht, die Sour Cream Onion in Chili Sorte. Die hat er halt in seiner Story getestet und angeblich werden die super lecker. Aber das versprechen sie uns ja alle. Und dann habe ich noch für euch im März 2025 die neue Jogurette Edition, die hat World of Sweets angekündigt, die Panna Cotta Rote Früchte Edition. Und damit sind wir durch mit der Food News. Wir haben ordentlich Gas gegeben, ne, für diese ganzen Bilder, aber ich wollte es ein bisschen schneller machen. Und das neue Nutella-Eis hat zum Beispiel der Verbraucherschutz sich jetzt auch mal angeguckt und hat festgestellt, gar nicht so cool, das Nutella-Eis von Ferrero enthält jede Menge Luft, Zucker sowie Fett, aber gar kein Original-Nutella, sondern nur eine Nuss-Nougat-Creme. Also das ist wirklich so. Selbst der Verbraucherschutz bestätigt jetzt nochmal das, was viele Influencer euch gesagt haben, was ich euch auch gesagt habe, außer die, die Geld dafür bekommen haben. Die fanden das natürlich super geil, ist ja klar. Es ist halt kein Nutella-Eis. Es ist halt ein Eis von Nutella, aber ohne Nutella drin. Und es ist wirklich, es ist ja viel Luft drin, viel Fett, Masse. Natürlich, super vollmundig und intensiv. Es schmeckt ja nicht schlecht. Aber es ist nicht das, was uns versprochen wird. Und ist im Supermarkt, glaube ich, jetzt schon wie Blei. Ich sehe das ja, wenn ich bei Edeka und Rewe rumlaufe. Das steht da drin und es verkauft sich einfach nicht. Also, ja klar, warum willst du auch für 5,50 Euro das kaufen? Könnt ihr ja gerne mal sagen, was ihr zu dem Eis nochmal sagt. Ja, und die Mogelpackung des Monats Juli, die ist halt relativ spät gekommen. Für August habe ich dadurch noch keine. Die seht ihr nächsten Monat. Aber Orangensirup von Penny und Rewe. Ja, der ist 28% teurer geworden, hat nämlich ein neues Flaschendesign gekriegt und trotz gleicher Füllmenge und kleineren Verkaufspreis ist es trotzdem teurer geworden. Das Produkt ist also günstiger geworden. Man denkt, juhu, aber ihr könnt jetzt statt nur noch 12 Litern nur noch 5 Liter herstellen mit dem Getränk. Also insgesamt trotzdem 28% teurer geworden, das Produkt. Das ist eine perfekte getarnte Mogelpackung laut dem Verbraucherschutz. Und jetzt sind wir eigentlich durch, bis auf Abenteuerleben täglich. Ja, der nächste TV-Beitrag geht online. Ich werde es auch nochmal in meinem Profil natürlich in den Community-Feed verlinken, so ein paar Tage vorher, damit ihr das alle nochmal sehen könnt. Aber ihr könnt euch gerne eintragen, wenn ihr den TV-Beitrag von mir sehen wollt. Hat jetzt wieder sehr etwas länger gedauert, aber so ist das im TV wohl. Also ich muss mich da auch dran gewöhnen, dass man das extrem spät erst sieht. Der 11. September. 11. September, das ist ein Mittwoch, um 16.55 Uhr startet das auf Kabel 1 und dann könnt ihr mich da wieder sehen mit einem 10 bis 15 Minuten Beitrag? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Beitrag selbst noch nicht. Ich weiß selbst noch nicht, wie ich mich da teilweise ein bisschen zum Löffel gemacht habe. Aber die Redakteurin und ich hatten Spaß an dem Tag und das Kamerateam. Könnt ihr euch gerne anschauen. Danach wird es auch wieder die Verlinkung von mir geben auf die Join-Wiederholung. Und hier auf YouTube wird es dann, glaube ich, auch nochmal hochgeladen von Abenteuerleben täglich. Und dann bin ich gespannt, wie dieser Beitrag so war. Wir haben da wieder 5 Produkte drin getestet. Darunter auch die Freibad-Pommes, das darf ich so schon mal sagen. Aber wir mussten die da im Backofen machen, weil das ging leider nicht anders in der Testküche, in der wir waren. Aber wir haben auch ein paar andere Produkte getestet und es war Gutes dabei, aber auch Schlechtes. Und das ganze Team hat auch immer mitprobiert im Hintergrund und hat auch ein bisschen, ja, wir haben zusammen entschieden. Das Endergebnis war nicht nur meine Entscheidung, es war eine Teamentscheidung. Seid also gespannt auf den Beitrag. Und ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sind seit den nächsten Videos und denkt dran, ich bin ja im September im Urlaub. Ich werde aber bis zum, das muss ich selber nochmal schauen, bis zum 17. September so viele News zusammentragen, wie es geht. Werde da die Food News für euch vorbereiten, sodass ihr sie dann am 29. September seht. Und so haben wir dann anderthalb Wochen vielleicht eventuell News verpasst. Und diese anderthalb Wochen News, die ich vielleicht dann nicht für euch hätte, kriegt ihr im Oktober nachgereicht. Aber trotzdem kriegt ihr fast 2,5 Wochen aus dem September mit aktuellen News, die ich für euch zusammensuche.
Darum jetzt nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.